Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chartflash für Montag, den 9. November. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de und wir schauen uns heute mal den deutschen Anleihemarkt respektive das Anleihe-Futures-Barometer Bund-Future an, schauen natürlich aber auch auf Euro-Dollar und den DAX. Wir fangen aber mal mit dem Bund-Future an und der zeigt eine eher etwas erstaunliche Bewegung. Gut, der Euro fällt. So gesehen bedeutet das, dass ausländische Investoren, ob am Aktien- oder am Anleihemarkt, Währungsverluste erleiden. Allerdings führte das nicht dazu, dass der DAX nennenswert in die Knie ging beim Bund Future und damit den Kursen deutscher Anleihen, die vom Bund Future repräsentiert werden, schon. Und das nicht zu knapp. Nur, dass die Arbeitsmarktdaten in den USA am Freitag sehr stark ausgefallen waren, das bedeutet ja, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinswende in den USA nach oben gestiegen ist. Nicht aber in Europa, wo die EZB ja weiterhin eine expansive Geldpolitik fährt, was normalerweise ja zu weiter steigenden Anleihekursen oder anders ausgedrückt zu fallenden Zinsen führen müsste. Das tut es im Augenblick aber nicht. Die Reaktion des Bund Future am Freitag auf die Arbeitsmarktdaten in den USA sehen Sie hier. Eine lange rote Kerze, die in die Supportzone aus 200-Tage-Linie und den Zwischentiefs, das blenden wir hier mal ein, vom Januar, Februar und März geführt hat, in dem Bereich 155,16 zu 155,36. Und da ist er nun heute Morgen nach unten durchgerutscht, hat damit also zumindest mal Intraday auch die dort verlaufende schwarz eingezeichnete 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Letzte mögliche Auffanglinie wäre eine Verbindungslinie hier, eine allerdings nur durch zwei Punkte definierte Aufwärtstrendlinie vom Juno, also die flachere Variante, zu dieser hier im Bereich 154,36. Aber auch bis dahin ist es noch ein gutes Stück und wir sind im Moment mit 154,82 ja schon wieder 43 Ticks im Minus nach dem relativ kräftigen Abschlag des Freitags. Nun haben wir die markttechnischen Indikatoren schon relativ weit unten, aber noch nicht in der überverkauften Zone. Da wäre also noch keine zwingende Hilfe zu erwarten. Dass es eine eher unlogische Situation ist, weil nun die Zinsen auch in Deutschland steigen, obwohl die Amerikaner die festen Konjunkturdaten hatten und wir in letzter Zeit nur schwache, obwohl die EZB ja weiter auf billiges Geld und damit auf niedrige Zinsen setzt und die US-Notenbank diejenige ist, die hier die Leitzinsen anheben will. Nun, das hilft alles nichts. Es ist zwar nicht rational, aber es ist eben ein solcher Abwärtsimpuls und dementsprechend sollte man auch reagieren. Wir hatten extra gesagt, sicherheitshalber sollte man schon einen Stop-Loss einziehen, der mit 155,0 ganz knapp unter eben diesen entscheidenden Unterstützungen inklusive 200-Tage-Linie liegt. Der wäre nun nach unten durchbrochen. Ein Switch auf die Short-Seite erscheint aufgrund der Tatsache, dass der Bund-Future eigentlich steigen statt fallen müsste, eher etwas gewagt, zumal wir eben diese Linie noch als Unterstützung hätten, bevor es dann in Richtung 152,80 nach unten gehen kann. So betrachtet würden wir im Augenblick erst einmal neutral bleiben und abwarten, was aus dieser seltsamen Konstellation wird, die wir natürlich für Sie in den kommenden Tagen auch in der Morning Mail und respektive auch natürlich im Morning Call im Auge behalten werden. Schauen wir uns mal Euro-Dollar an. Da war die Reaktion durchaus logisch. Da ging es nämlich weiter abwärts. Starke Konjunkturdaten in den USA ist gleich Erwartung steigender Zinsen dort. Hier wird mit fallenden Zinsen gerechnet. Dementsprechend haben wir hier einen Abschlag zugunsten eines fallenden Euro respektive eines steigenden Dollars. Das schlägt sich nieder durch einen Abwärtsimpuls in der Euro-Dollar-Relation und der ging am Freitag unter die Unterstützungszone 10808, 10820 aus den Zwischentiefs von Mai und Juli. Jetzt hätten wir im Prinzip direkt Luft bis in den Bereich der bisherigen Jahrestiefs hier bei 10463. Aber natürlich ist die überverkaufte Situation der markttechnischen Indikatoren zumindest ein mögliches Hemmnis. Solange die Abwärtsdynamik erhalten bleibt, ist das nicht weiter tragisch. Eine Stochastik kann durchaus auch mal 4 Wochen in der überverkauften oder überhaupt einer Extremzone bleiben. Wir sehen es ja bei DAX und Konsorten, seit 4 Wochen sind wir da überkauft und es hilft trotzdem nichts, die Kurse kommen nicht runter. Aber man sollte auf jeden Fall nicht zu hohe Erwartungen an diese Abwärtsbewegung setzen. Natürlich ist das den Amerikanern nicht recht. Vielleicht versucht man
man da schon, langsam auf einem solchen Level mal dagegen zu halten. Allzu große Positionen sollte man also nicht fahren, auch wenn der Ausbau einer bestehenden Short-Position durch den Break unter 1.08 nun durchaus opportun war. Wir sehen im Moment eine kleine Gegenbewegung, die aber jetzt mal charttechnisch völlig irrelevant ist. Selbst wenn sie kurzfristig wieder über 1.08 führen sollte, solange sie nicht wirklich zu weit führt, ist das kein Problem. Dementsprechend halten wir fest an einem Stop-Loss für eine solch etwas erweiterte Position bei 1.0949. Und der DAX, nun, der hat heute frei, so scheint es zumindest. Man weiß nicht, was man machen soll. Der Euro-Dollar-Kurs fällt, schön. Andererseits haben aber dadurch die US-Börsen ihre liebe Not gehabt, da wieder irgendwie die Verluste aufzuholen, denn starke Konjunkturdaten mögen auf Wachstum hindeuten, aber außerhalb der Notenbank weiß jeder ausgerechnet die Arbeitsmarktdaten, die sind nun wirklich nicht state of the art. Das heißt, diese hängen einfach der aktuellen Entwicklung 3 bis 6 Monate hinterher und dementsprechend kann man nun nicht sagen, alle anderen schwachen Konjunkturdaten der letzten Wochen und Monate sind wurscht, nur weil wir mal 120 oder überhaupt 90.000 sogar Jobs mehr haben, als man für den Oktober erwartete. Und dementsprechend ist die US-Börse ein bisschen wackelig, so dass der fallende Euro grundsätzlich ein Labsal zumindest bis heute Vormittag oder Mittag, zur Mittagszeit um 12, nicht unbedingt ausreicht, um den DAX weiter nach oben zu bringen. Der hatte zwar am Freitag 100 Punkte zugelegt, aber die entscheidende Widerstandszone liegt halt im Bereich 11.070 zu 11.100. Das ist der Kreuzwiderstand aus der 200-Tage-Linie und der April-Abwärtstrendlinie. Und die müsste überwunden werden. Dann hätten wir echt einen Befreiungsschlag in Richtung 11.550 zu 11.600 Punkte, aber bis dahin ist eben noch ein gut Stück des Weges. So gesehen ist die Sache ein bisschen hackelig. Wir kommen hier eigentlich nicht mehr richtig auf neue Dynamik. Das Momentum ist eigentlich seit der Reaktion auf die EZB-Pressekonferenz vor fast 3 Wochen jetzt eigentlich sehr gering geworden und das bei überkauften markttechnischen Indikatoren. Wie eben schon gesagt, kann so eine Stochastik auch mal 4 Wochen in der überkauften Zone bleiben, aber sie ist ja schon 4 Wochen in der überkauften Zone, sodass ein Rücksetzer durchaus drin wäre. 10.720 Punkte wäre unser Stop-Loss-Level weiterhin. Man sollte jetzt allerdings abwarten, ob man da tatsächlich so einen Rücksetzer sieht, dass daraus möglicherweise so etwas wie eine nennenswerte Gegenbewegung nach unten werden könnte, bevor man über Short-Positionen nachdenkt. Das heißt, sollte man ausgestoppt werden, heißt das noch nicht, dass man gleich stehenden Fußes auf die Short-Seite wechseln sollte. Da wäre interessant, diese Kreuzunterstützung aus 20-Tage-Linie und dem Zwischenhof vom September, die mit Closings unter 10.500 ausreichend deutlich unterschritten wäre. Solange wir diesen Kreuzwiderstand noch nicht nach oben durchbrochen haben, wären Zukäufe long nicht opportun und bleibt dieses Level, das Kernlevel, als Ausgangspunkt, als Ankerpunkt für eine möglichen Wechsel auf die Short-Seite. Aber trotzdem enger absichern allemal, deswegen der über diesem Level liegende Stop-Loss bei 10.720. Soweit der Überblick zur Mittagszeit. Wollen wir mal gucken, was der Tag noch für uns bereithält. Die Amerikaner müssen ja auch noch irgendwas tun heute Nachmittag. Und wie das die Märkte beeinflusst, dazu mehr morgen früh im Morning Call in der Morning Mail rechtzeitig für Sie auf den Frühstückstisch vor Handelsbeginn. Und der nächste Chartflash kommt natürlich auch morgen Mittag spätestens um 1. Bis dahin, schönen Montag und machen Sie es gut.